Herzlich willkommen zum Open Source Client Management Tool OPSI. An dieser Stelle wollen wir einen Blick auf die OPSI-Erweiterung Lizenzmanagement werfen. Das Lizenzmanagement dient zum einfachen Handling Ihrer Lizenzen im Rahmen der Softwareverteilung und Inventarisierung. Dazu werden Lizenzen unterschiedlicher Herkunft zu einem Produkt zu Lizenzpools zusammengefasst. Im Rahmen der Softwareverteilung können diese Lizenzen nun automatisch abgerufen werden und bei der Installation verwendet werden und im Rahmen einer Deinstallation wieder freigegeben werden. Die abgerufenen Lizenzen werden auf dem Server als belegt markiert, sodass Sie auf diese Art und Weise eine Übersicht haben, wie viele Lizenzen schon verbraucht sind und wo sie hingewandert sind. Auch Lizenzen, die Sie im Rahmen von manuellen Installationen verwendet haben, können Sie in dieses Werkzeug einpflegen. Als Ergänzung zu der automatischen Vergabe von Lizenzen im Rahmen der Softwareverteilung gibt es noch einen Abgleich mit der Softwareinventarisierung. Auf diese Art und Weise können Sie die Plausibilität Ihrer Ergebnisse leicht überprüfen. Schauen wir uns das Ganze in der Praxis an. Das Lizenzmanagement wird im Management-Interface über den Lizenz-Button gestartet. Im ersten Karteireiter Lizenzpools sehen wir unsere Lizenzpools und können über die rechte Maustaste neue Lizenzpools anlegen. Um sich mit dem Lizenzmanagement von OPSI vertraut zu machen, gibt es eine Reihe von Testprodukten, die wir auch an dieser Stelle heranziehen wollen, um uns mit dem Lizenzmanagement vertraut zu machen. In diesem Fall wähle ich das Produkt License Test Retail. In der nächsten Tabelle kann ich, sobald ich einen Lizenzpool definiert habe, den Lizenzpool mit einem OPSI-Produkt verknüpfen. Dies ist insbesondere für NetBoot-Produkte von wichtiger Bedeutung. In der dritten Tabelle kann ich den Lizenzpool wiederum mit Mustern aus der Softwareinventarisierung verknüpfen, so dass es mir später möglich ist, einen Abgleich zwischen den Mustern in der Softwareinventarisierung als Hinweis auf die Installation eines Produktes und den Lizenzen durchführen zu können. Sobald ich den Lizenzpool habe, kann ich den Lizenzpool nun mit Lizenzen füllen. Dazu wähle ich meinen Lizenzpool aus und wähle einen Vertrag, über den ich den Lizenzpool gekauft habe, oder lege mir einen neuen Vertrag an. Im Rahmen der Verträge haben wir dann entsprechend das Notizfeld, wo Sie umfangreiche Informationen zu der Herkunft der Lizenzen, Registriernummern und so weiter unterbringen können. Ist der Lizenzpool und der Vertrag gewählt, können Sie jetzt unterschiedliche Lizenzen dem Lizenzpool hinzufügen. Dies sind zu einem Standardlizenzen oder Retail-Lizenzen, also Lizenzen, die Sie einmal auf einem beliebigen PC installieren können. Weiterhin unterstützen wir Volume-Lizenzen, also einen Lizenz-Key, dem Sie auf einer bestimmten Anzahl von PCs oder im Zweifelsfall von 0 beliebig häufig installieren können. Weiterhin gibt es OEM-Lizenzen, also Lizenzen, die an einen bestimmten Rechner gebunden sind. Als vierte Variante
gibt es die Concurrent- oder Floating-Lizenzen, die aus Sicht der Softwareverteilung letztendlich Volume-Lizenzen mit unbegrenzter Installation sind, weil Lizenzen dieser Art dürfen beliebig häufig installiert werden, aber nicht beliebig häufig gleichzeitig ausgeführt werden, sodass in der Regel im Netzwerk ein Lizenzmanager existiert, der die korrekte Verwendung der Lizenzen überwacht. Habe ich eine entsprechende Lizenz ausgewählt, kann ich hier jetzt meinen Lizenzschlüssel eingeben. Damit habe ich die Lizenz angelegt. In dem Moment, wo eine entsprechende Software per OPSI installiert wird, habe ich die Möglichkeit, im Rahmen des OPSI-Skriptes über den Befehl Demand License Key und der Angabe des Lizenzpools mir einen Lizenzschlüssel aus diesem Pool zu holen, sofern in dem Lizenzpool noch Schlüssel vorhanden sind. Diesen Schlüssel bekomme ich dann im Skript geliefert und kann im Rahmen der Installation weiterverwenden. Im Management-Interface sehe ich dann daraufhin meine unterschiedlichen Lizenzpools. Ich sehe hier, ich habe insgesamt in diesem Pool 6 verschiedene Lizenzen. Davon sind bisher 2 verbraucht, bleiben mir noch 4 übrig. Und hier sehe ich den Abgleich mit der Softwareinventarisierung. Ebenfalls 2 verbraucht, 4 übrig. Wenn ich mir das jetzt etwas näher im Detail anschauen will, kann ich auf den Karteireiter Abgleich mit Inventarisierung gehen. Auch hier lade ich meine Daten neu und sehe diese beiden Rechner haben laut OPSI eine Lizenz abgefragt und sind auch über die Softwareinventarisierung erfasst. Wenn ich jetzt zu meinem Testclient gehe und das Produkt, was hier mit dem Lizenzpool verknüpft ist, auf Setup stelle, dann wird diese Software nun auf dem Rechner installiert und ruft dabei eine Lizenz aus dem Lizenzpool ab. Diese Lizenz wird dann als von diesem Rechner verwendet markiert und steht dann nicht mehr für weitere Installationen zur Verfügung. Laden wir jetzt hier mal die Daten neu, erstmal in der Statistik. Dann sehen wir jetzt, wir haben 6 Lizenzen, davon sind jetzt plötzlich 3 verbraucht, bleiben noch 3 übrig. Die Softwareinventarisierung hat bis jetzt nur 2 gesehen, danach sind noch 4 übrig. Wenn ich in den Detailabgleich gehe, dann sehe ich, woher die Differenz kommt. Der Rechner, auf dem ich das Produkt eben installiert habe, hat eine Lizenz durch OPSI verbraucht. Es ist aber seitdem noch keine Softwareinventarisierung drüber gelaufen, deswegen